Super Monstermilch. Maximiere deine Angriffe mit dem. Erst irgendwann später, glaube ich. Verbessere dein Haar für mehr Schaden. Ah ja, das sind so die Sachen, die ich. Genau. Dafür brauchen wir das eher. Okay, gut. Hier haben wir den Speicherladen, ne? Das ist doch der Speichertyp. Möchtest du eine Aufzeichnung deiner Reise speichern? Heute viel gereist. Ach, du haust schon ab. Ach, tschüss. So. Dann haben wir hier noch was. Na, ah, da haben wir dich. Shantae, ich dachte, du wärst ein- und weggesperrt. Ich bin auf dem Weg in die Palastbibliothek, um etwas zum Lesen zu besorgen. Du weißt schon, zum Zeitvertreib. Kann ich mit deinem Bibliotheksausweis leihen? Du und ein Buch, das muss ich sehen. Wir kriegen Bibliotheksausweis, echt. Herr, bitte koordiniere mir diesen Ausweis nicht wie den davor. Ich knabber, wenn ich nervös bin. Na, ja, sind wir doch eh nervös, weil wir werden ja hier halber eingesperrt. La, 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 la. Gut. Wir haben alles. Das heißt, zeig mir mal deinen Bibliotheksausweis. Menschenskind, man sagt ja, im TV sieht man 5 Kilo schwerer aus. Aber in deinem Fall siehst du blond und einfach mal komplett anders aus. Unglaublich. Folge diesem Pfad, um zum Sequin-Palast in der Bibliothek zu gelangen. Viel Glück. Mann, ist der Typ doof. Naja. Soll uns ja egal sein. So. Das ist natürlich ein Plattformer-Game, in dem wir uns wenigstens auch verteidigen dürfen. Ja. Sonst gibt es eigentlich aus meiner Sicht... Ah, nicht viel zu sagen. Gut, ich muss mich natürlich erst gewöhnen, was für Attacken die wieder haben. Man sieht ja, ich kenne die ja perfekt, so wie es aussieht. Nicht. So. Man muss sich halt immer erst gewöhnen. Auch wenn man... Ah, okay, so ging es auch runter. Genau. Lernt man so langsam die paar wichtigen Sachen. Und da haben wir schon wieder ein Herz, Tintenfisch. Können wir wirklich schon bald auf 3 Herzchen gehen? Das wird geil. Wenn wir da auf 3 sind. Und dann brauchen wir natürlich weniger Grundheilung. Dann können wir auch viel mehr aushalten, bis wir wirklich mal Heilung brauchen. Gut, das sollte eigentlich jetzt nicht passieren. Da ich jetzt nicht total blind bin, sollte ich eigentlich das Spielprinzip können. Vielleicht wird wirklich Shantae-Reihe eine Reihe sein, die wir auch LP'en werden, ganz vollständig, weil das Spiel gefällt mir. Und vor allem die Musik, die ist sowas von cool. Und ich weiß, dass es auch einen neuen Teil gibt, mindestens einen, glaube ich. Aber, na gut, da komme ich nicht hin. Aber das ist egal. So, das hier war natürlich 2014, kam, glaube ich, auch vor allen Dingen für die Wii U raus. Weiß uns nicht genau wegen den Vorgängerteilen. Hab gar keine Ahnung, weil ich sonst halt wirklich eher blind sein möchte bei Spielen. Darf ja eigentlich auch einem das Anrecht sein, denke ich mal. Wäre sonst irgendwo komisch, wenn man nicht blind spielen darf. Monstermilch, wir kriegen solche Sachen geschenkt. So ist das. Gut, darüber können wir vergessen, solange wir kein Item haben. Danke sehr. Jetzt können wir schon erstes Haar-Upgrade machen, ey. Schon ein Shampoo holen. Wir müssen 4-mal angreifen. Okay. Das habe ich nicht gewusst, Mann. So, danke sehr. Oh. Wir haben bald noch ein Herz. Nein. Schmerz. Okay, da geht es uns nicht weiter entlang. So, schön. Das ist ja auch eher die Strategie für die. So, genau. So. Wunderbar. Das ist aber so wie immer bei allen Platformer-Games. Hauptsache, du bist hier, ey. Bolo, was machst du hier? Bolo, was machst du hier? Die Lenskatteltor und denkt, dass ich ein Versager bin. Daher nehme ich die Gelegenheit schon im Palast an. Zäune streichen, Schlösser einbauen und so weiter. Und jetzt bist du Babysitter? Oh, die untoten Kinder. Nö, die sind hier, nur hier, um an Fett zu kauen. An meinem. Ich kann nicht flüchten. Hast du ein paar Fleischlutscher? Ich brauche 3 Stück. Du kannst sie in der Abwasserkanäle unter dem Palast finden. Okay, das heißt, wir können eigentlich mit jedem reden, weil wir müssen dann nur die Taste tun. Hi! Was ist los, mein Herr? Oh, beachte mich nicht. Warte,
Beachte mich nicht. Ich bin bloß verwirrt, weil mir etwas sehr Wichtiges in Abfluss gefallen ist. Weißt du, ich verkaufe Reisebroschüren. Ist aber ein sehr interessanter Beruf. Sie müssen viele aufregende Dinge auf Ihren Reisen gesehen haben, stimmt's? Reisen? Ich habe mein ganzes Leben lang hier vor dem Palast gelebt. Ich dachte, Sie sagten... Die Arroganz deiner Generation macht mich krank. Ich bin kein reisender Broschürenverkäufer. Nein, ich verkaufe Reisebroschüren. Und ich habe meine allerletzte Reisebroschüre in diesen Abfluss fallen gelassen. Ekelhaft! Na okay. Oje, oje. Dieser blauhaarige Bursche hat unser neues Schloss falsch herum eingebaut. Dann sind wir gefangen ohne eine ohne einen Schlüssel für das königliche Tor. Oh. Ah, Lärm und Getöse. Squid Baron, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist los? Ach, weiß schon, Postbus-Syndrom. Jetzt, wo du auf einem neuen Abenteuer bist, merke ich, dass ich dazu bestimmt bin, also eine Art wichtiger Zwischenboss zu werden. Ich verstehe nicht ganz. Weißt du, ich war beim letzten Mal ein wichtiger Gegner, aber dieses Mal... Ich denke, wir müssen einfach noch einmal kämpfen, um die Sache abzurunden. Die Sache? Das verstehst du nicht. Ich muss hier weg. Irgendwo, wo es warm ist. Es ist wohl Zeit für einen Urlaub, Squid Baron. Einmal die Perspektive zu wechseln, könnte dir gut tun. Hm? Damit hast du vielleicht recht. Ich hatte bisher immer eine relativ flache Sicht auf die Welt. Immer nur dieselben vier Wände, verstehst du? Und schon eine Hochspannungsmusik. Ich könnte einen Szenenwechsel vertragen. So ist es richtig. Wenn dir ein guter Urlaubsort einfällt, sag mir bitte Bescheid. Inzwischen gehe ich in meine Ecke holen. Armer Kerl. Ich bin sicher, in einem Reisebüro würde sie einige reizvolle Urlaubsorte kennen. So. Ja, die königlichen Abwasserkanäle. Ja, das war halt wieder so GG, ey. So, das sollten wir aber trotzdem hinbekommen. Fleischlutscher, die haben wir ja. Noch ein Fleischlutscher. Ja, wir können auch in die Unendlichkeit runterspringen, auch wenn wir jetzt nur ein Mensch sind, zum Glück. Das wäre sonst ein bisschen hart für uns. So. Genau. Kommen wir hier auch vorbei. Ah, genau. Selbst da kommen wir vorbei. So. Das sind nun relativ die Spielprinzipien, deswegen ist das nicht gerade so schwierig. Und wir haben schon die Fleischlutscher eigentlich zusammen. Weiß nicht, ob wir jetzt bis zum Ende durchlaufen müssen. Aber ich wollte doch... Mann. Da ist ein Herztintenfisch gefunden. Yeah. Ist ja gut, wenn ich mal ein Herz hinbekommen würde. Achso, muss hier hochspringen. So, wieder ein Fleischlutscherchen. Also kommen wir sonst noch raus. Und ich glaube, da links können wir sonst nicht weiter durch, ne? Ist doch so, ne? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Ja, da brauchen wir was. Bevor wir da einfach so drankommen. So. Das heißt, einmal Fleischlutscher abgeben. Wir kennen ja die Geschichte. So. Ah, ne, wir können ja nicht schneller laufen. Genau. Das müssen jetzt so... Meine Reisebusche ist wahrscheinlich... Nein, nein, nein. Wir müssen darüber zu dem... Hey, Fleischlutscher, hast du welche für mich gefunden? Super, ja, die sollte funktionieren. Ganz nebenbei, wenn du zum Palast zurückkehrst, kannst du diesen Schlüssel für den Palast für mich zurückgeben? Ein Idiot muss ihn verloren haben. Widerlich, er ist voller Bissspuren. Ja, ich habe ihn vor einer Stunde in meinem Mund gefunden. Da, nimm. Du hast den Schlüssel für das königliche Tor erhalten. So. Das heißt, wir können hier eigentlich rein, ne? Kann es sein? Du hast den Schlüssel für das königliche Tor? So, bitte durchreichen. Yo. Alter, uns geht's überhaupt nicht gut. Ah, welche Freude. Jetzt kann ich hier wieder aufschließen, hier aufmachen, das hier befestigen und... Na also, der Sequin-Last-Palast ist wieder für Besucher geöffnet. Bitte komm hier rein. So. Ach, ihr wart das. Willkommen, Sequin-Last-Palast. Ich habe gehört, dass die Sultana verreist ist. Ich mache mir immer Sorgen, wenn sie so weit weg vom Palast ist. Stimmt. Ach, Herzchen. Was ist das für ein Geruch? Oha, das ist nicht meine Richtung. Was soll das bedeuten, hä? Die königliche Bibliothek? Durch diese Tür und durch die Halle. Jetzt haben wir ein bisschen Leben bekommen. Auch gut, dadurch kann Chantel wieder normal stehen.
Ist ja auch relativ gut und wichtig. Ein Besucher. Lass mich dich betrachten. Diese Bibliotheksausweis kann meine alten Augen nicht betrügen. Du bist früher oft hergekommen. Die Tochter des Schatzjägers, richtig? Ja, also er ist mein Onkel. Und was ist... Was ist das? Eine gerichtliche Vorladung? Wir geben die Vorladung. Hier steht das. Schere, Laubsäge, Ziegenmaul. Was? Die wollen dieses lange, schöne Haar abschneiden? Das ist nicht okay. Ich könnte ja einfach diese Papiere verlegen, bis die Sultane zurückkehrt. Ich würde dir jetzt gerne zuzwinkern, aber leider funktionieren meine Augenlider nicht mehr. Bitte nimm dir, wofür du hier bist. Vielen lieben Dank. Ein Geheimnis? Du hast die Karte verbotenen Insel gehalten. Jo. Oh yeah. So. Dann können wir rausgehen und können bald anfangen abzuspeichern. Dieses Projekt nehme ich natürlich sehr arg im Voraus auf. Da wird es das nur geben, wenn ich wirklich, glaube ich, relativ schon fertig aufgenommen habe. Wenn ich weiß, dass ich am Ende bin. Aber das werde ich jetzt nicht gezwungenermaßen sofort... Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Bis ich in einem Reisebüro würde sie eine reizvolle Urlaubsort kennen. Na gut. Wir haben keine Ahnung. Der Reisebüro ist voll feucht und dreckig. Nee. Ah, so kann man rumbewegen. Botene Karte. Ah, so wird's aus. Okay, dann kann man... Okay, okay. Aber wir müssen ja eh zurück. Also passt das perfekt. So. Wir haben ja auch irgendwo noch eine Speicherstelle. Da würde dann perfekt passen. Da müssen wir hin. Wir müssen wahrscheinlich bald einen Fleischschlitzer nehmen, ey. Wenn es uns nicht mehr so gut geht, das gibt's nicht. Weil es uns ja nicht mehr so gut geht. Genau. So können wir es uns durch. Also ich lasse mich immer auf die Gegner ein. Obwohl es manchmal zum Teil so ein großer Schwachsinn ist. So ein großer Schwachsinn, Mann. Ach komm, wir gehen jetzt noch. Wir gehen eigentlich noch bis... Komm. Das können wir noch machen. Eigentlich bis zur Stadt. Diesen kleinen Weg, ey. Wenn ich den nicht schaffen würde, dann weiß ich auch nicht. Na, ja, weil hier die Gegner nicht mal gerade annähernd schwer sind. Vielleicht kriege ich genügend schon für ein Update. Ja, können wir gleich beim nächsten Mal uns richtig abfreuen. Also in der Aufnahmesession für euch ist wahrscheinlich dann noch vielleicht derselbe Part, weil wenn ich es im Voraus aufnehme, gucke ich, dass ich alles relativ am Stück reinhaue. Auch mit den Übergängen und dann immer 20 Minuten rausschnippel. So, jetzt mache ich noch ein Dings. Schön, vielen Dank. Hummerschwanz. Ah, das lässt auf jeden Fall viel besser heilen. Aber wenn wir die Herzchen bekommen, müssen wir uns gar nicht mehr hochheilen. Vor allen Dingen, wir sind eh bald ja, zu Hause. So. Habe ich nicht vergessen, dass wir die Karte benutzen sollten oder nicht mal. So. Zuallererst mal speichern. Komm, dann erledigen wir das gleich sofort. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Let's Play Shantae and the Pirate's Curse. Man sieht sich dann in der nächsten Aufnahmesession oder wahrscheinlich jetzt gleich wieder. Und ich würde mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ciao! Oh ja, yeah, liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part oder zur nächsten Aufnahmesession von Let's Play Shantae and the Pirate's Curse, wo wir back in Business sind. Haben ja beim letzten Mal Bibliotheksausweis genommen, sind zur Bibliothek gegangen, bla bla bla. Wir müssen jetzt Risky Boots finden. Wir haben ja jetzt die Reisebroschüre. Warte, Moment mal, Reisebroschüre? Moment mal. Und was hat das so lange gedauert? Ich habe diesen der Bibliothek gefunden, eine Karte der verbotenen Inseln. Genau wie du gesagt hast. Genau, und wir haben die Karte der verbotenen Inseln geholt. Aha. Der tut nicht gut, taugt ja doch ein bisschen was. Wir geben die verbotene Karte. Also willst du mir helfen? Nur wenn du zustimmst, genau das zu tun, was ich sage, wenn ich es sage. Der Pirate Master ist mein Gegner, nicht deiner. Und wenn es vorbei ist, gehen wir wieder getrennte Wege. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber...
Wir haben einen Deal. Lass uns diesen Typen zusammen besiegen und Sequinland retten. Warte kurz. Wie kann ich mir nicht sicher sein, dass du nicht plötzlich abhaust? Würde ich dich belügen? Wie grüßt du den dampfgetriebenen Ozean Tinkeratub Mark 2? Mark 2? Was ist mit dem ersten passiert? Du bist ihm passiert. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Ah, genau, mit dir konnten wir ja rumschwimmen. Stimmt ja. Und dann sehen wir auch, was wir jeweils so haben. Aber wir müssen auch alles Mögliche gesammelt haben. Nee, müssen wir nicht. Na egal. Oh, jetzt sind wir zu. Warte, wohin sind wir jetzt gegangen? Wie steht's denn nochmal da? Da ist sie, die Spukinsel. Ah, die Spukinsel. Wenn wir keine andere Karte finden, ist dies das Ende unserer Abenteuer. Ich bin für alles bereit. Wo hast du diese Klamotten her? Unter Bord. Da gibt es alle möglichen Sachen zum Anziehen. Die meisten Stücke waren mir allerdings etwas zu weit. Bleib von meinen persönlichen Sachen weg! Donnerwetter. Ich war noch nie so weit vom Festland entfernt. Es ist schön hier. Lass dich nicht täuschen. Der Pirate Master bezieht seine Macht von diesem Ort. Auf diesem Insel ist eine Stätte des Bösen versteckt. Du wirst sie finden. Entschuldigung. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Dieses Mal nicht. Aber wenn wir zusammenarbeiten? Ich sagte nein. Und ich meine es auch. Ich habe meine Gründe. Oh, ich verstehe. Du hast Angst. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich ausnehmen wie eine Makrele. Oh Mann, du musst noch lernen, mit Humor umzugehen. Und zieh dieses alberne Kostüm aus. Du verstehst wirklich keinen Spaß. Ready to go. So. Jetzt sind wir auf der Spukinsel, Mann. Okay. Okay, hier können wir natürlich ganz normal vorbei. Wir sind auf der Frosch. Ja, der braucht nicht so viel. Der braucht genügend Hits. Weiß jetzt nicht, was hier alles immer ist. Genau. Genau, und so bekommen wir es fertig. Genau, und da dazwischen müssen wir erst später durch. Ja. Erst viel später können wir da vorbei. So. So, dann können wir auch so. So, danke sehr. Meine Güte, das war gerade ein bisschen... Ey, Junge! Oh, nicht so runterspringen. Du musst nicht einfach so... Im Notfall müssen wir einen Fleischschlitzchen nehmen. Ah, das ist ja erstmal noch nicht die Sache. Genau, hier können wir dann später das aktivieren. Glaube ich, dann können wir da runter. Ah, vor allen Dingen hätte ich upgraden können, die Haare. Ah, hab's ja extra noch gesagt. Na egal. Vor vielen Jahren kam ich mit meiner verliebten Verblubbten auf dieser Insel. Unser einziger Wunsch war es, den Heiligen Bund der Ehe zu schließen. Ein furchtbares Monster, ein Diener des Pirate Master, fand uns. Sein Glück verwandelte meine Geliebte in Stein. Ich könnte niemals von ihrer Seite weichen. Hier, nimm diesen Ring. Auf dass ich meine Sorgen vergessen kann. Tut mir leid wegen dem Gehen, aber... Das ist ja furchtbar. Mann, das sieht ja ziemlich alt aus. Ich glaube, das war unser Gedanke. Jetzt geht's natürlich wunderbar, wenn wir jetzt noch den gesamten Rückweg machen dürfen. So. Weil wir den ganzen Rückweg machen dürfen, Mann. So, wunderbar. Also von dieser Position aus kriegen wir alles locker hin.
Wie war denn das denn hier? Da konnte man ja noch nach rechts, ne? Genau. No.